Heute möchte ich Ihnen von dem 22-jährigen Yauhen Kalinouski erzählen. Eine Studentin der Fakultät für Geographie der Belarussischen Städtischen Universität. Gewinner von Wettbewerben und eine Stipendiat der Jugendhilfsfonds. Am 16. Januar verurteilt ihm ein Gericht in Minsk zu 4 Jahren Strafkolonie wegen Organisation und Vorbereitung von Maßnahmen, die die öffentliche Ordnung und Gewalt gegen Bereitschaft Polizisten grob verletzen. Außerdem wurde er verurteilt, die geschädigten Polizisten mit 800 Euro zu entschädigen. Человек не мжника.